Ja, die Marie erinnerte doch schon so ein bisschen von ihrem Können her an Escher oder an Aisha. Und tatsächlich ist Marie auch die Protagonistin aus Atelier Marie, dem allerersten Atelierspiel aus dem Hause Gast. Das konnte ich leider nie spielen, weil es nur in Japan erschienen ist und ich kann weder die Schriftzeichen lesen noch die Sprache verstehen. So musste ich leider darauf verzichten, aber letztendlich war Marie die Auslöserin dafür, dass ich mir damals Atelier Rorona dann gekauft habe, um mal zu sehen, wie das Spiel so ist. Und da war ich ja total begeistert dann. Aber von CrossEdge bin ich auch total begeistert. Und jetzt können wir einfach gerade mal in die Stadt gehen, würde ich sagen, bevor wir weitersuchen. Hier ist nämlich so eine kleine Siedlung. Und da haben wir erstmal ein Event und dann gucken wir mal, was wir in der Stadt so machen können. Und danach gucken wir mal nach der Ausrüstung und nach unseren Skills und so weiter. Ich will euch das Spiel auch ein bisschen erklären, denn ich habe ja die Hoffnung, dass die Leute, die das Spiel noch irgendwie verstaubt im Regal haben, es nochmal wieder auspacken, um es vielleicht doch nochmal durchzuspielen. Oder aber vielleicht der eine oder andere sich das für 20 € oder so nochmal gebraucht zulegt. Das lohnt sich in jedem Fall. Ja, nicht in jedem Fall, also man muss ja schon ein bisschen Ausdauer haben, um hier durchzukommen, aber die Story ist schon genial. What is this place? This is called a save point. A save point? I don't really understand it, but monsters can't come in here, so we can rest safely. And there are certain facilities here, too. I haven't really tested them for myself. But if we can figure them out, maybe they can boost our power somehow. Not to mention, while we're here, I can search farther for other souls. Oh, I forgot to mention, as we release more souls, my power will keep growing. Ja, das ist gerade dieser Seelenlevel, den ich schon mal angesprochen habe. Je mehr Seelen wir befreien, desto höher steigt unser Seelenlevel und desto mehr Seelen können wir dann auch finden. My search range will get bigger and I'll be able to find different kinds of souls. So even if we searched an area once, I might be able to find new souls there later. But that can only happen if we figure out how to use these facilities. But actions speak louder than words, right? So why not try to use them right now? But why are they even here? Doesn't that seem a little too convenient? I have no idea. But do you really want to look this gift horse in the mouth? True. While we're in this nightmare world, we need to use whatever we can find. Well, I don't give a crap why they're here, as long as it lets us rest for a while. Look at all this equipment! My mixtures are sure to work now! Hey, why not give that owl crap stuff a rest? You mean alchemy? Yeah, why waste your time with that useless junk? It's not useless! True, it didn't work out last time, but still! Yeah, whatever. Remember, this isn't some big experiment. I mean, your detox thing only made things worse. That's a pretty big oversight. It'll work this time, I promise! I mean, I think it'll work. You think? Thanks for coming to the Atelier Marie, open for business as of today. So, jetzt haben wir hier ein paar Optionen. Das werden im Verlauf des Spiels noch ein paar mehr. Erstmal gibt es hier einen Laden, da können wir Sachen kaufen. Allerdings nur sehr wenig Sachen. Oh, take your time.
So, jetzt sehen wir hier die Standardwaffen. Und das sind quasi Waffen, die schon zu unserer Startausrüstung gehören. Miko zum Beispiel kämpft gerade mit einer Wooden Naginata. York kämpft mit der Sportspistole. Morrigan kämpft mit diesen Bronzeschlagringen, Messing-Schlagringen. Und ich glaube Marie, die kämpft mit so einem Upgrader. Ne, mit einem Duster, genau, mit einem Duster kämpft die. So, dann sehen wir halt hier die Werte rechts. Gucken wir uns Bastard Sword an. Da sehen wir halt Angriff 125, magischer Angriff 75 und eine Trefferchance von 90. Und wenn wir uns dagegen das Flame and Zorn angucken, ein bisschen veränderte Werte und so weiter. Das Ganze ist halt auch ein bisschen wie bei Agarist. Ich werde jetzt davon nichts kaufen. Wir haben eh nur 1068 Gold. Das Geld ist hier unheimlich knapp am Anfang. Man muss genau überlegen, wofür man was ausgibt. Dann gibt es hier ein paar Rüstungsteile und ein paar Accessoires. Da kommen später dann Ringe und so weiter dazu. Und ein paar ja, Heilkräuter und auch Syntheserezepte. Denn wir können hier wie bei Agarist neue Waffen durch Synthese herstellen. Das macht dann die Marie. Und die Marie steigt auch im Level auf. Das wird später immer schwierigere Synthese machen können. Ja, aber Synthese ist auch teuer und wir brauchen auch sehr viele Gegenstände, um das machen zu können. So, was wir aber machen können, ist was verkaufen. Denn dafür sind zum Beispiel die, das Silbererz da, was wir schon bekommen haben. Und gerade ganz am Anfang neige ich dazu, immer dieses Serum-Powder, was wir vom Startwerk haben, zu verkaufen. Weil wir finden auch später noch neue und gerade am Anfang brauchen wir keinen Serum-Powder. Serum-Powder hält für eine bestimmte Zeit diesen Zähler an, wann neue Zufallsbegegnungen kommen. Und im Dungeon kann das lebensrettend sein, wenn man da mal kurz für eine Minute oder sowas anhält, die Zeit, dass da keine neuen Kämpfe mehr kommen, dann ist das schon vorteilhaft. So. Please come again. Dann können wir unsere Sachen, die wir haben, verbessern. Welcome to the Atelier Marie. How can I help you today? So, wir gucken erstmal ein Upgrade an. Dafür brauchen wir die EP, habe ich schon mal gesagt. So, die Schrift kann man momentan sehr schlecht lesen. Aber wir gucken uns das Prinzip einfach mal an. Wir haben jetzt unten 36 EP gesammelt durch unsere Kämpfe. Und wenn ich jetzt die Sportpistole anklicke und einen nach rechts drücke, dann wird der Angriffswert von 150 nach 157 gehen. Und hier immer stärker ansteigen. Kostet dann aber insgesamt 84 EP, so viel haben wir gar nicht. Dasselbe wie für die anderen Sachen. Und ganz unten sieht man dann noch einen Wert, der heißt AP. Das ist ja für unsere Aktionspunkte. Wenn wir zum Beispiel jetzt diese Brass Knuckles auf Level 5 bringen, führt das dazu, dass Morrigan jede Runde 3 Aktionspunkte zusätzlich bekommt. AP finde ich immer sehr, sehr wichtig im Kampf. So, auch hier muss man sich genau überlegen, wofür gebe ich meine EP aus, denn die sind sehr kostbar. Wenn ich dann einen Gegenstand auf Level 5 gebracht habe, dann kann ich den umwandeln. Zum Beispiel jetzt die Sportpistole in eine schwere Trommel, also so eine Revolvertrommel halt. Dann hier kann ich eine gebogene Klinge herstellen. Ein Stück Eisen oder ein gewöhnliches Stück Kleidung. Und diese Sachen, die brauchen wir dann für die Synthese, um neue Sachen herzustellen. Das heißt, man guckt sich erstmal an, gibt da Rezepte an, welche neue Waffe will ich herstellen. Dann macht man hier ein Upgrade von den Waffen, dass man die nötigen Gegenstände bekommt und dann macht man die Synthese. So, dann gucken wir nochmal, also genau, Rüstungsteile gibt es ja auch.
Bei mir geht beim Upgrade immer Waffen vor Rüstung. Also wenn einer verletzt wird oder stirbt oder so, da kann man immer noch was gegen tun durch Kräuter. Aber viel Schaden machen ist halt wichtig, damit man auch den Overkill schafft. Und durch den Overkill kriegt man wieder viele neue Gegenstände. So, dann gucken wir mal Synthese an, was wir da machen können. So, wir haben momentan keine Synthese-Rezepte, aber wir gucken uns einfach mal die Waffen an. Wir sehen jetzt hier 8 Waffen, die hier reinpassen würden in die Liste. Und jetzt schalte ich mal immer 8 Waffen weiter. Und da sieht man, man hat einiges später zu erforschen. Jetzt haben wir in dem Laden gesehen, da gab es die ersten Synthese-Rezepte zu kaufen. Hier sieht man Rezeptbuch 1, 2, 4 und 5 und 7, 9, 14, 17, 20. Die können wir so kaufen. Aber die anderen, die müssen wir halt irgendwo im Dungeon finden oder auf andere Art und Weise. Und wir haben jetzt auch keine Ahnung, was für Rezepte da drin stehen. So, ist das jetzt für Waffen, ist das für Rüstung, für alles gemeinsam, für neue Heilkräuter oder was auch immer. Das heißt, man muss sich die ersten Sachen erstmal auf Verdacht kaufen. Man kann ja vorher abspeichern. Und ich mache jetzt zum Zeigen mal Folgendes. Ich werde dieses Serum-Powder gerade mal verkaufen. Und dann können wir uns mal die ersten Bücher hier kaufen. Machen wir mal auch... Genau, das erste Rezept. Dann zeige ich euch mal, was man damit herstellen kann. Ich weiß es selber gerade nicht. Und da sehen wir schon, wir können die Standardwaffen herstellen. Warum sollte jemand das tun? Weil man einer... Also ich könnte jetzt zum Beispiel ein Bastardschwert nehmen, dem Bastardschwert noch Silbererz hinzufügen und dann habe ich ein neues Bastardschwert. Was dann aber eventuell ein Tick besser ist als das alte. Aber trotzdem lohnt sich das am Anfang nicht so zu machen. So, mehr war hier nicht drin, nur die Standardsachen. Nützt uns nicht viel. Kaufen wir das nächste Rezept nochmal eben. So, und da sehen wir schon, es gibt die neuen Waffen. Also quasi das neue Tier. Da brauchen wir dann ein Bastardschwert und ein Imphorn und ein Slimy Jelly. Haben wir beides noch nicht. Hier brauchen wir so komische Sachen. Also genau, eine Shard, das ist halt eine umgewandelte Waffe. Und Small Fang und Fairy Powder sind Loots von Monster. Genauso hier Imphorn, Slimy Jelly kommt vom Monster. Denn irgendwas, was wir hier machen können. Beast Charm haben wir, Merman Scale haben wir noch nicht. Das haben wir noch nicht. Nein, da können wir nichts Sinnvolles herstellen. Hier können wir nichts Sinnvolles herstellen. Und hier gibt es auch noch gar nichts. Das heißt, wir kaufen nochmal das nächste Rezeptbuch. So, da haben wir nochmal neue Sachen, da brauchen wir schon... Oder sind das noch die gleichen? Ah nein, das sind die gleichen. Da hat sich halt hier bei den Waffen nichts getan. Aber bei der Rüstung ist einiges dazugekommen. Ist aber auch nichts dabei, was wir jetzt schon herstellen können. Hier genauso, hier noch nichts, okay. Das heißt, wir nehmen jetzt nochmal das letzte Rezept, was wir uns noch leisten können. Welcome to the...
Und da sind Ringe dazu gekommen. Da brauchen wir aber auch Monster-Loot, was wir jetzt noch nicht haben. Und wir können aber einen Silberbarren herstellen. Aus 4x Silbererz können wir einen Barren herstellen. Das wäre jetzt am Anfang normalerweise noch nicht sinnvoll. Ich will einfach nur mal die Synthese jetzt kurz demonstrieren. Kostet uns 500 Gold und so ein Silbererz könnten wir auch für 250 jeweils verkaufen. Das heißt, 1000 Gold an Rohstoffen kostet uns das jetzt nochmal. Okay, dann haben wir direkt schon einen Fehlschlag erlebt. Das kann immer mal passieren, dass Marie halt versagt bei ihrer Aufgabe. In diesem Fall war es aber zu unserem... eigentlich nicht zu unserem Vorteil, nein. Aber es kann mal sein, dass richtig was Tolles dabei rauskommt, durch Zufall. Aber wir haben jetzt einfach nur einen Regenstone gefunden, den wir nicht sinnvoll nutzen können. Und unser Silbererz ist halt weg. Pech. Wir werden aber schon Neues finden. So, dann kann man hier nochmal das ganze Gebiet absuchen. Das können wir gerade mal machen eventuell. Wir brauchen dafür Technikpunkte. Kostet 3 Technikpunkte. Wir haben 15. Ich mache es jetzt aus Spaß einfach mal. Normalerweise suche ich die lieber per Hand. Aber jetzt sehen wir, da oben ist ein neues Event aufgetaucht. Da könnten wir jetzt weitermachen. So, dann wollte ich noch was erklären zu der Ausrüstung und zu den Skills. Dazu gehe ich mal wir gucken uns erstmal die Items an. Achso, wir sehen jetzt nur die Sachen, die wir nicht ausgerüstet haben. Und da sehen wir zum Beispiel auch Skills, die wir noch nicht ausgerüstet haben. Ja, ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären. Dieser Skill Snipe, den wir da sehen, der braucht halt einen Skill-Slot, wo der reinpasst. Und das muss so ein Slot sein, der einen gelben Pfeil nach links hat. Und Raging Waters braucht einen Slot mit einem Pfeil nach unten. Burst braucht einen mit einem Pfeil nach oben. Und dann gehören die ganzen... Dieses ist ein gelber Skill, das ist ein blauer, das ist ein grüner und das ist ein roter. Und gelbe Skills können halt zusammen eine Combo bilden, blaue können gemeinsam eine Combo bilden und so weiter. Dann steht da noch bei, das ist halt jetzt ein B-Skill vom Level 1, also von der... Gebiet von der ersten Stufe sozusagen. Und das ist auch Stufe 1, das ist Stufe 2. Das heißt, wenn ich jetzt blaue Skills der Stufe 1 habe und dann einen anschließend blauen Skill Stufe 2 mache, kann daraus eine höhere Combo erzeugt werden. Ja, ist jetzt so trocken ein bisschen schwer zu verstehen. Ich versuche jetzt einfach mal, ob wir unsere Waffen ein bisschen aufrüsten können, also beziehungsweise neue Skills einbauen können. Gucken wir mal bei Equipment, bei York. Er hat halt hier seine Sportpistole. Und die Sportpistole hat halt nur einen freien Slot, wo wir was reinpacken können. Hier kann ich keine Skills zupacken, da ist die Pistole zu schlecht. Und hier kann ich nur Sachen reinpacken, die so einen Pfeil nach unten haben. Das heißt, ich kann diesen Snipe-Skill zum Beispiel hier gar nicht reinlegen. Dann machen wir das Ganze auch nochmal für Miko. Da haben wir zwar einen gelben Pfeil nach links. Aber der Swipe-Skill, der gehört halt zu so einer Pistole. Den kann ich jetzt hier wieder nicht reinlegen.
Am besten man guckt bei einer neuen Waffe einfach mal, was man so für Skills da reinpacken kann. Und jetzt müssen wir einfach mit diesen Standard-Skills erstmal leben. Man konnte sich aber auch genau, wenn man jetzt hier mal Dreieck drückt, die Skills auch mal angucken, was die überhaupt machen. Jetzt sehen wir da den grünen Fleck unten, das wäre halt Marie in dem Fall, da wo sie steht. Und dann kann, muss dazwischen ein Feld frei sein und dann kann sie in die nächste Reihe und in die übernächste Reihe dann halt reinschießen mit ihrem Skill. Wenn man das Ganze jetzt mal vergleicht mit Morrigan, da sieht man, Morrigan steht ja bei uns momentan in Reihe 1 und sie kann dann in die ersten drei Gegner reinfeuern. Jetzt gucken wir bei Miko auch nochmal. Miko kann, wenn sie in der ersten Reihe steht, in die zweite, dritte und vierte Gegnerreihe reinschießen oder reinschlagen. Aber dadurch, dass Miko jetzt in der zweiten Reihe bei uns steht, kann sie halt in die erste bis dritte Gegnerreihe reinschlagen. So, jetzt müssen wir Maria auch noch aufstellen. Gehen wir hier mal in die Formation. So, und da setzen wir einfach mal hinter den York, packen wir mal die Marie. Und dann machen wir jetzt einfach mal so einen kleinen Testkampf. Practice better. I don't even have to think about it. So, da haben wir jetzt schon direkt doppelte Aktionspunkte. Und jetzt sehen wir aber, hier die beiden haben braune Skills, die können halt gemeinsam eine Combo machen. York hat einen grünen und Marie hat einen gelben Skill. Wenn York jetzt seinen gelben Skill hätte ausrüsten können, seinen Sweep, hätte er mit Marie eine Combo machen können. So funktioniert das aber leider nicht. Das heißt, ich kann jetzt hier zwar mehrfach schießen, You're dead. You're dead. Aber wenn Marie da was macht, das ergibt halt keine Combo. Oni. Oni. So, Morgan hingegen, haben wir schon gesehen, kann dreimal hintereinander angreifen, gibt es eine Combo. Oder Miko greift dreimal hintereinander an, gibt es eine Combo. Oder die beiden gemeinsam. So, jetzt will ich hier aber mal raus. Sag mal, Kampf abbrechen. So, ach genau, Arcane Tome. Genau, das kaufen wir uns gerade nochmal eben im Laden. Und da kann ich euch nochmal die ersten paar Kombos schon mal erklären. Man kann die Kombos auch machen ohne das Buch, aber das kostet glaube ich nur 500. Da können wir uns mal ein bisschen was sehen. Oh, können wir doch nicht. Kostet 5000, nicht 500. Naja, machen wir das später. Zu Customization wollte ich bei der Gelegenheit noch sagen. Es gibt noch eine weitere Sache, die wir aufrüsten können. Wenn ich jetzt auf Upgrade gehe, da steht ganz rechts oben bei der Waffe ein Grad, nämlich 50. Und diese 50 Punkte können wir später mit Gegenständen füllen, die dann auch nochmal die Kampfkraft und so aufbessern. Das heißt, ich kann einmal EP investieren, um hier die Waffe hochzubringen. Und ich kann später auch noch diesen Grad, also Sachen von Monstern da einbauen, um dann halt das, die Waffe nochmal stärker zu machen. Später kommt dann noch ein Laden, wo wir unsere Technikpunkte ausgeben können und andere Sachen. Und ich will es jetzt hier erstmal bei belassen. In der nächsten Aufnahme werde ich euch dann mal zeigen, wie wir dann hier unseren ersten kleinen Bosskampf mal machen und wie wir auch zu diesem Turm gelangen.
damit wir uns den Dungeon nochmal angucken. Wir werden dann nochmal schauen, wie wir eine Waffe upgraden. Ich werde dazwischen allerdings ein paar Kämpfe machen, die ich nicht aufnehme, weil die Standardkämpfe halt auch ein bisschen langweilig sind. Aber die interessanten zeige ich euch noch. Also, bis demnächst dann. Tschüss!